Hallo meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie recht herzlich. Heute geht es um zwei Sätze in der Elektrotechnik, die man verwenden kann, um Netzwerke zu vereinfachen oder überhaupt zu behandeln, nämlich einmal um die Verschiebung von Quellen und einmal um das Austauschprinzip. Und zunächst mal zur Verschiebung von Quellen. Gehen wir mal davon aus, dass wir die hier gegebenen Widerstände haben. Die können wir natürlich noch bezeichnen, wenn wir wollen. Das müssen wir aber nicht zwingend tun. Aber das, worauf es ankommt, ist, dass wir hier eine Spannungsquelle drin haben. So. Dummerweise ist diese Spannungsquelle jetzt ideal. Das heißt, es gibt keinen Widerstand, der ihr als Innenwiderstand zugeordnet ist. Und damit kann man sie nicht umwandeln in eine Stromquelle oder sonst irgendetwas. Was wir jetzt tun können, ist, wir können diese Quelle hier hinschieben und dorthin schieben. Und das mache ich jetzt mal, indem ich das Netzwerk mir nochmal besorge. Ist auch nicht schöner geworden. So. Und jetzt zeichne ich hier die Quellen nochmal ein, nämlich einmal hierhin, U, und einmal hierhin, U. So, was ist eigentlich passiert? Wenn wir uns diesen Knoten hier betrachten, den zeigen wir mal als 1, dann finden wir hier einen Knoten 1 Strich, der ist natürlich zerstört. Das ist nicht 1. Denn der ist um diese Spannung U verschoben. Wenn wir uns jetzt aber diese Knoten hier angucken, dann finden wir ihn nämlich eigentlich wieder. Das ist nämlich der Knoten 1 und das ist der Knoten 1. Wir haben nach wie vor zwischen diesen beiden Punkten hier einen Spannungsabfall von U gleich 0. Weil wir nämlich einmal hier in diese Richtung und dann in diese Richtung hier an dem den Spannungsquellen vorbeilaufen. Und wir haben von diesem Punkt hier zu dem Punkt den Spannungsabfall U und dasselbe auch hier. Das heißt, an dem Netzwerk ist also nicht wirklich viel passiert. Was wir sicherlich getan haben, ist, dass wir die Spannungsquellen verschoben haben und jetzt ist diesen Spannungsquellen hier jeweils ein Widerstand zugeordnet. Und wir können sie umwandeln. So, das war dieser Satz für Spannungsquellen. Nun haben wir es aber nicht immer nur mit Spannungsquellen zu tun, sondern auch ab und zu mit Stromquellen. Das machen wir auch. Da sieht das Netzwerk in der zunächst generischen Form so aus. Das ist aber noch nicht vollständig, denn was ich hier noch nicht eingezeichnet habe, ist die Stromquelle, die ich gerne hier unten drin hätte. So, die Stromquelle hat den Quellenstrom I. Können wir auch IQ nennen. So. Und ist wiederum ideal kein Innenwiderstand. Das ist schlecht. Was können wir tun? Nun, wir modifizieren das Netzwerk leicht, aber ohne es wirklich zu ändern. Und würden hier zunächst mal drei, ich nehme einfach drei Stromquellen einbauen. Das sieht jetzt sehr widersinnig aus. Die haben alle den Quellenstrom I. Und bezüglich dieses Knotens hier oben und auch dieses Knotens hier unten ist nichts geschehen. Nach wie vor geht hier der Strom I diesen Weg. So, also da können wir gar nicht, diese drei Stromquellen in Serie machen eigentlich nach außen hin nichts und sind auch nicht sichtbar. Was wir jetzt tun könnten, ist, wir können hier
eine Verbindung schaffen. Ja, was fließt hier? Nun, dieser kommt hier mit I daher und der saugt auch wieder aus dem Knoten I raus. Das heißt also, die Bilanz, die wir hier jetzt aufbauen können, ist, dass in diesem Zweig hier der Strom I gleich 0 fließt. Es macht also nichts, wir können die Leitung ruhig ziehen. Dasselbe gilt hier auch. An dieser Stelle wird I in den Knoten gedrückt. Hier wird I aus dem Knoten gezogen. Damit ist auch hier I gleich 0. Naja, und im nächsten Schritt haben wir jetzt natürlich wieder hier einen zugeordneten Sys-Innen-R. Und was wir jetzt machen könnten oder können, ist natürlich das ganze Ding hier aufspalten. Ich mache es an einem Beispiel hier mal, indem ich den Zweig hier wegmache. So, und dann nicht nur einen, sondern zwei Leitungen hier ziehe. So, und dann anfange, diese beiden hier, diese Quellen hier umzuwandeln in, was mir gerade gefällt, Spannungsquellen. Ja, bei dem nächsten Satz, dem Austauschprinzip, müsste ich etwas weiter ausholen und hier auch tatsächlich mal ein eigenes Netzwerk zeichnen. Wir nehmen relativ einfaches, indem wir uns hier drei Widerstände denken. So, und eine Spannungsquelle. Zack, 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 zack. R1, R2, R3 und U. Und wir jetzt wieder den Strom I3 hier bestimmen wollen. Der Strom I3 ist natürlich bestimmbar aus dem Stromteilersatz, der auf I1 angewendet wird zunächst. Also der Widerstand durch den nicht, durch die Summe der Widerstände. Jetzt brauchen wir noch gesamten Strom, den ich auch gleich aufgeschlüsselt hinschreibe als U mal. Na, und dann ist der Gesamtwiderstand, durch den wir dividieren müssen, natürlich die Serienschaltung aus R1 mit der Parallelschaltung aus R2 mal R3 durch R2 plus R3. Und das Ganze, indem wir jetzt den Nenner hier reinziehen, können wir übersichtlicher schreiben als U durch R2, R1, R2 plus R1, R3 plus R2, R3. Nun, was passiert, wenn wir diese Stromquelle jetzt hier nicht an der Stelle stehen haben, sondern wir sie hier wegmachen? Ups, natürlich nicht die ganze Leitung, die wollten wir eigentlich behalten. So. Aber die Quelle soll natürlich weg. Und wir die Quelle jetzt in den Zweig reinsetzen, in dem wir eben das I3 gemessen haben. Ich mache es mal hier oben hin. So. Hier ist die Spannungsquelle U. Was wir jetzt brauchen, ist das I1. Naja, ich bestimme mal. Ja, eigentlich das negative I1. Ich schreibe es auch mal als minus I1, weil ich den Pfeil falsch rum angenommen habe. Ne, falsch rum nicht, sondern eben ungünstig angenommen habe. Nun, es ist auch hier wieder der Stromteiler, der jetzt aus R1 und R2 besteht. Wiederum R2 steht oben, das ist ziemlich wichtig hier. Und R1 plus R2 steht unten, mal der Gesamtstrom, der jetzt hier getrieben wird. Also das letztlich minus I3, das wir hier jetzt hatten, ist wieder die Spannung durch den gesamten Widerstand, das ist R3 plus die Parallelschaltung. R2 halt. Entschuldigung. R1, R2 durch R1 plus R2. Und wenn wir das ausschreiben, kriegen wir den
gleichen Ausdruck wie das, was wir hier oben stehen hatten. Denn der Nenner fügt sich genauso wieder, wie wir das da oben schon gehabt haben. So, das heißt also, wir können die Spannungsquelle U von der Stelle verlegen an die andere Stelle, da nämlich hin, in den Zweig, und dann wird der Strom, der hier gemessen wurde, der gleiche sein wie der, der in den Zweig gemessen wurde, wo die Spannungsquelle vorher drin war. Das nennt sich das Austauschprinzip oder auch Maxwell-Prinzip. Und heißt etwas sperrig, das versuche ich mal mit Text. Wenn in einem beliebigen Netz nur in einem Zweig eine Quellen Spannung wirkt, die in einem anderen Zweig den Strom I verursacht, so würde in dem ersten Zweig derselbe Strom fließen, wenn man die Quellenspannung in dem zweiten Zweig wirken lässt. So, das ist insbesondere auch in der Nachrichtentechnik ganz interessant, denn es ist im Prinzip das Reziprozitätsgesetz, das man hier vorfindet, dass man nämlich Quelle und Wirkung vertauschen kann. Ja, viel Spaß noch beim weiteren Rechnen.